Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz von BVB Freie Wähler. Mit mir dabei Christine Wernick und Matthias Stefke, die heute unsere beiden weiteren Anträge, die in dieser Woche auf der Plenartagesordnung stehen, vorstellen werden. Das eine ist vollständige Umsetzung des kommunalen Rettungsschirms Brandenburg. Da geht es um die Kurabgaben, Kurbeiträge und den Antrag Unterstützung der BER-Umfeldgemeinden bei der Durchführung und Finanzierung der BIR-Studie, den Matthias Stefke vorstellen wird. Wir machen das in einer Runde und dann bitte Ihre Fragen. Also zunächst Christine Wernicke zum Antrag Kommunaler Rettungsschirm. Bitte schön. Ja, meine Damen. Meine Damen und Herren, wollte ich gerade sagen, um festzustellen, dass gar keine Dame anwesend ist heute. Also herzlich willkommen auch von mir. Wir haben im Landtag im Juni 2020 einen Beschluss gefasst über das Verhandlungsergebnis des Landes Brandenburg mit dem Städte- und Gemeindebund. Da ging es um einen kommunalen Rettungsschirm, der da laut Pressemitteilung damals 580 Millionen Euro umfasst. Der Landtag hat am 17.06. einen entsprechenden Beschluss gefasst und folgende Eckpunkte vereinbart. Es ging um den Ausgleich kommunaler Mehrausgaben und Einnahmeausfälle durch Nutzung des Ausgleichsfonds nach § 16 Finanzausgleichsgesetz. Wir haben auf Hinweise aus der Bevölkerung und aus den Kommunen festgestellt, dass dieser Beschluss nicht ganz umgesetzt wird und stellen deshalb den Antrag auf vollständige Umsetzung des kommunalen Rettungsschirms. Wir haben also festgestellt, dass zum Beispiel die Stadt Rheinsberg einen Kurbeitrag erhebt, neben anderen Städten, also auch wie Burg oder Bad Freienwalde oder Bad Saro, und sie einen Kurbeitrag erhebt, der ca. 600.000 Euro hoch ist. Die Stadt Rheinsberg hat eine Gewerbesteuereinnahme jährlich von etwa 1,3 Millionen, also sind die 600.000 Euro schon ein wesentlicher Betrag für die Gemeinde. Dieser Einnahmeausfall Kurbeitrag kommt natürlich zustande, dass in der Region verständlicherweise durch die Pandemie die Hotels schließen mussten, die Ferienunterkünfte nicht belegt werden konnten und es ist zu einem erheblichen Einnahmeverlust gekommen ist. Nach unserer Auffassung ist dieser Einnahmeverlust, dieser Einnahmeausfall aus dem FAG, aus diesem Ausgleichsfonds nach § 16 FAG zu leisten. Und die Stadt Rheinsberg hat einen Antrag gestellt, der ist mit Verweis auf verschiedene Ministerien, Zuständigkeiten der Ministerien abgelehnt worden. Und deshalb wollen wir noch einmal klarstellen, diesen Antrag stellen, dass die Mehrausgaben und die Einnahmeausfälle, die aus dem Ausgleichsfonds zu zahlen sind, sich nicht nur auf die Einnahmeausfälle aus Steuern beziehen, sondern eben auf weitere. Wir wissen, dass weitere Einnahmeausfälle bei den Kommunen schwer vorstellbar sind, aber der Kurbeitrag ist ein solcher Einnahmeausfall, so rum. Wir haben ja festgestellt, dass in diesem Jahr die Gemeinden am Jahresende einen Teil der Mittel, die sie aus dem Ausgleichsfonds erhalten haben, wieder zurückgezahlt haben, weil doch die Gewerbesteuersituation sich nicht so dramatisch dargestellt hat, wie es erwartet war. Wir rechnen aber damit, dass gerade im nächsten Jahr, in diesem Jahr, die Umlagen und die Zuweisungen, die über die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer an die Gemeinden weiter berechnet werden, sinken werden, sodass dieser Ausgleichsfonds auf alle Fälle weiter notwendig ist. Danke. Ja, und ein weiterer Antrag beschäftigt sich mit der BIR-Studie bezüglich dem Flughafen BR, den Matthias Stefke vorstellen wird. Bitte schön. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Wir haben den Antrag mit dem Titel eingebracht, Unterstützung der BER-Umlandgemeinden bei der Durchführung und Finanzierung der BIR-Studie. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist die BIR-Studie? Der Titel ist nicht gleich selbsterklärend. Er steht für Berlin-Brandenburg-Erststudie und soll eine Untersuchung beinhalten, welche Effekte Schadstoffe in der Luft, insbesondere hier auch die Feinstaubpartikel, auf die biologischen Vorgänge im Körper haben, hier insbesondere bei Kindern im Grundschulalter.
und auch, also nicht nur auf die körperlichen, sondern auch auf die kognitive Entwicklung der Kinder. Diese Studie ist im Januar letzten Jahres in Berlin angelaufen, als noch der Flughafen Tegel dort in Betrieb war. Für eine solche Studie, die in Schulen oder mit Schulen, mit Schulkindern durchgeführt wird, bedarf es einer Genehmigung. Die hat in Berlin die dortige Senatsverwaltung unter der Senatorin Frau Scheres erteilt. Nun wurde der Flughafen Tegel bekanntlich geschlossen und es kam zu der Überlegung von den Medizinerinnen und Medizinern, dass man diese Studie dann an dem einzig verbleibenden Flughafen in der Region, hier in Berlin-Schönefeld, BER, im Umfeld fortführt und aufnimmt. Und hierfür hat man auch eine Genehmigung benötigt seitens des Bildungsministeriums. Diese Genehmigung ist den Gemeinden und den Schulen, den Grundschulen, nicht erteilt worden. Da gab es Begründungen, warum man das ablehnt, die ich jetzt mal einfach so in den Raum stelle, die auch ein bisschen für sich sprechen. Man kann sie nicht wirklich nachvollziehen. Ich nenne mal beispielsweise, dass diese medizinisch-epidemiologischen gesundheitlichen Fragestellungen keinen direkten Zusammenhang mit den betroffenen Grundschulen hätten und aufweisen würden, dass die angestrebten Ergebnisse der beantragten Studie keinen Einfluss auf die Erziehungs- und Bildungsarbeit von Schulen hätten oder auch so eine Begründung wie die Studie würde der Gesundheit, der Gesunderhaltung von Schülerinnen und Schülern sogar möglicherweise schaden. Das sind alles Argumente, die vom Bildungsressort angeführt wurden, warum man diese Genehmigung nicht erteilt. Die Gemeinden, die diese Studie im Zusammenhang mit der Berliner Charité und dem Düsseldorfer Universitätsklinikum durchführen möchten, haben dann insofern darauf reagiert, dass sie gesagt haben, okay, wenn wir die Genehmigung nicht bekommen, wir möchten die Untersuchung trotzdem durchführen lassen und haben dann die Untersuchung auf Horteinrichtungen beschränkt. Die Horteinrichtungen liegen in der alleinigen Zuständigkeit von den Gemeinden und insofern ist vorgesehen, dass jetzt zumindest erstmal Untersuchungen an Kindern in den Horten stattfinden. Man muss dazu sagen, dass durch diese Abschmelzung auf Horte, auf diese Begrenzung, natürlich eine ganze erhebliche Zahl von Kindern wegfallen, die untersucht werden können. Es geht uns dann unter anderem nicht nur um die Genehmigung einer solchen Studie, die wir hier nochmal versuchen, über den Antrag herzustellen, sondern wir möchten auch, dass sich das Land Brandenburg an der Finanzierung der Studie beteiligt. Insgesamt wird diese Studie für 2 Jahre einen Betrag von 200.000 Euro benötigen. Und die Gemeinden haben sich jetzt, die 4 Gemeinden, Blankenfelde-Marlow, Schulzendorf, Schönefeld und wer war die vierte? Erkner, glaube ich, die haben sich jetzt darauf verständigt, dass sie diese Studie erstmal aus ihren kommunalen Haushalten finanzieren, jeweils mit einem gewissen Anteil. Und das ist ein hoher Batzen, ohne Frage. Und wir sind auch der Auffassung, dass, wenn es um die Gesundheit von Kindern geht, hier das Land schon in der Verantwortung ist und sich zumindest zu beteiligen hat. Und da ist unser Vorschlag, dass das Land die Hälfte der Gesamtkosten übernimmt, also dann 100.000 Euro. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass es seit Anfang des Jahres, seit Anfang des Monats einen offenen Brief gibt, der sich für die Unterstützung dieser Studie im BR-Umfeld ausspricht und unterzeichnet ist von zahlreichen kommunalen Mandatsträgern, aber auch unterzeichnet ist von Landtagsabgeordneten aus den Regierungsparteien. Ich nenne Herrn Lakenmacher von der CDU, ich nenne Frau Fischer von der SPD, sogar Bundestagsabgeordnete Frau Schiemke von der CDU und Frau Lehmann von der SPD haben mit unterzeichnet, Bürgermeister verschiedener Parteien. Also es wird hier breit unterstützt im politischen Bereich und insofern werden wir diesen Antrag auch mit einer namentlichen Abstimmung versehen, beantragen dafür, weil wir möchten nicht nur, dass Kommunalpolitiker oder auch Landespolitiker einen offenen Brief unterzeichnen, um ihre Solidarität
gegenüber den Initiatoren dieses offenen Briefes anzudeuten oder zu dokumentieren, aber dann vielleicht bei der Abstimmung im Landtag sich anders verhalten. Das wird nochmal spannend, wie da die Abstimmung verläuft. Vielleicht sind auch beide nicht zugegen, anderweitig verhindert. Wir werden sehen. Ja, das erstmal so als grober Einstieg zu dieser Studie und unserem Antrag. Ja, meine Damen und Herren, Ihre Fragen bitte schön. Herr Kraus. Danke. Ja, Frau Wernicke, das war ja schon mal Thema, auch im Landtag. Und die Antwort lautete schlicht, also die ausgefallene Kurtaxe wird nicht ersetzt. Ne? Meine Frage aber allgemeiner, wie lange soll sich denn eine Gesellschaft, die quasi viel weniger Einnahmen hat, sich so verhalten, als sei das nicht so? Als könne man einfach weiter aus dem Vollen schöpfen. Wir werden möglicherweise lernen müssen, mit weniger umzukommen, auszukommen. Danke. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir werden, also jede Kommune wird natürlich im Rahmen ihrer Möglichkeiten schauen, wo kann sie Mittel einsparen, wo kann sie weniger ausgeben. Pandemiebedingt ist aber momentan ja die Zusicherung gekommen, dass das Land die Kommunen für diese erste Welle der Pandemie unterstützen wird. Und von daher ist es auch richtig, dass man, also wenn man also betrachtet, dass es nicht nur Steuereinnahmen gibt, die eine Kommune, über die sich eine Kommune finanziert, sondern auch weitere Einnahmen gibt, dass sich das Land natürlich entsprechend dem Beschluss des Landtages auch an diese Finanzierungsunterstützung hält und dies mit unterstützt. Weitere Fragen? Bitte schön. Okay, dann würde ich doch noch ganz kurz eine Korrektur anbringen. Es war zwar was mit G, aber es war nicht Erkner, sondern es war Eichwald. Zuerst mal Herr Lassive, dann. Ja, eine Frage in der Tat zu einem anderen Thema, weil auch über Slido bisher nichts eingegangen ist, an Frau Wernicke. Sie sind ja in Ihrem Amt auch die forstpolitische Sprecherin von BVB Freie Wähler. Und da würde mich interessieren, wie bewerten Sie denn die von Minister Vogel am vergangenen Freitag vorgestellte Forstreform? Ich hatte das Glück, an einem forstpolitischen Gespräch am Donnerstag schon im MLUK teilzunehmen. Dort hat Minister Vogel ausführlich seine Gedanken und die Grundlagen des Gutachtens für die Forstreform vorgestellt. Ich persönlich fand den Ansatz sehr richtig, zu schauen, welche Aufgaben hat die Forstverwaltung zu leisten und welches Personal braucht sie dafür. Und genau auch gegliedert nach Waldarbeitern, nach Förstern, nach dem Hoheitsbereich, das ist in diese Studie und Analyse eingeflossen und von daher hat sich dann die Struktur, die vorgestellt wurde, aufgebaut. Ich finde es richtig, dass, also ich sag mal, endlich seit 2006 nach den Aufgaben, die die Forst zu erledigen hat, diese Forstreform gedacht wird. Alle Einzelheiten kennen wir natürlich noch nicht. Das wurde ja auch jetzt erstmal ansatzweise vorgestellt. Aber es ist der richtige Schritt, mit der Aufgabenanalyse zu beginnen und daraus den Personalbedarf zu entwickeln. Herr Hebel, dann bitteschön. Eine Frage zur Impfstrategie beziehungsweise zu der Situation des Impfens im Land. Wie sehen Sie die und wo könnte man da möglicherweise Verbesserungen anbringen? Also wir hatten uns ja dazu schon auch ausführlich positioniert, möchte ich das hier nochmal wiederholen. Es ist nicht so, dass nur aufgrund der Impfstoffknappheit wir eine so schlechte Impfquote haben in Deutschland generell. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben die gleiche Impfversorgung gemessen an der Bevölkerung wie Dänemark, trotzdem nur halb so hohe Impfquote. Das ist also erstmal so. In Brandenburg ist ja nun im Mittelfeld sich befindlich. Allerdings führt das natürlich zu erheblichen Problemen. Das hat nicht nur mit der Hotline zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass wir natürlich ein zu lückenhaftes Impfnetz in Brandenburg vorgesehen haben. Es ist hierzu bereits ab November von mehreren Fraktionen, auch von uns, darauf hingewiesen worden, wir brauchen ein engmaschigeres Netz als Flächenland. Das ist zunächst nicht verfochten worden. Wir haben immer noch nicht alle 11, was schon recht wenig ist, Impfzentren am Netz. Und deswegen braucht es ein engmaschigeres Netz. Wir haben hierzu nochmal einen Antrag gestellt, einen Änderungsantrag für diese Woche im Landtag drin, dass weitere Impfzentren errichtet werden sollen, bei bestimmten Orten, die noch nicht bedacht sind, dass die zusätzlich hinzukommen sollen. Des Weiteren teilen wir mit den Linken die Forderung, dass solange das Netz nicht so engmaschig ist, wie es sein müsste,
dass in Kooperation mit den Johannitern, mit dem Roten Kreuz eine Fuhrdienstleistung, also Transportedienstleistung für die ältere Bevölkerung angeboten wird, um auf Kosten des Landes zu den doch recht weit entfernt liegenden Impfstandorten befördert zu werden, transportiert zu werden. Des Weiteren braucht es jenseits der Hotline schriftlich online Möglichkeiten, auch Terminvergaben zu realisieren. Und insbesondere, ganz aktuell kann ich Ihnen das sagen, wenn ältere Bürger die Impftermine abgesagt bekommen, weil die Impfstoffe nicht vorhanden sind, das ist ein eklatanter, unerträglicher Zustand. Und nicht nur, dass sie abgesagt bekommen, ich habe jetzt von mehreren das zugeschickt bekommen, man bekommt dann eine E-Mail, in der es heißt, Sie haben Ihren Termin erfolgreich abgesagt. Das ist natürlich kein Umgang. Hier muss die Verwaltung selber mehr leisten. Des Weiteren ist es auch erforderlich, dass wir mittelfristig, nicht sofort, aber mittelfristig auch die Einbindung der Hausärzte in die Impfung, sobald das von der Mengenverteilung her geht, auch dort involvieren. Und insofern haben wir hier viele Kritikpunkte, die wir im Gesundheitsausschuss vorgetragen haben, auch diese Woche nochmal vortragen werden, mit dem Änderungsantrag untermauern werden. Und wir können uns hier mit Mittelmaß nicht zufrieden geben. Bitteschön. Die Linke, also im Konkreten der Fraktionschef Walter, schätzt ein, dass die Ministerin ein Impfchaos zugelassen hat und er ihr im Grunde die Lösung des Vorgangs nicht mehr zutraut. Würden Sie auch so weit gehen? Herr Walter ist ja mal für sehr blumige Worte auch bekannt. Ich versuche das mal ein bisschen analytisch hier zu betrachten. Ich habe im November darauf hingewiesen, wir brauchen mehr Personal bei den mobilen Impfteams. Insbesondere die kreislichen Gesundheitsämter müssen personell verstärkt werden. Wir haben das am Anfang Januar in der Landtagsdebatte auch nochmal gesagt, notfalls auch mit Landespersonal. Und ich sage nicht, dass wir es nicht zutrauen, sondern wir erwarten von ihr, dass sie Hinweise Opposition aufgreift und nicht kühn und brüsk ablehnt, wie das noch bis Dezember der Fall gewesen ist. Und wenn sie dazu bereit ist, erste Signale gibt es ja, jeder Landkreis soll ein Impfzentrum bekommen, dann unterstützen wir das. Aber es gibt weitere Vorschläge und hier erwarten wir, dass aufgrund dieser nicht nur in Brandenburg, auch generell in Deutschland sehr schleppenden Situation, hier auch wirklich vernünftige Hinweise aller auch eingeflochten werden. Das kann man erwarten. So, letzter Punkt, bitteschön. Eine Frage des Kollegen Klaus Peters von dpa. Viele ältere Bürger scheuen Sammeltaxis aus Angst, sich dort mit Corona anzustecken. Wie sollen die denn in die weit entfernten Impfzentren kommen? Entschuldigung, wir haben nicht von Sammeltaxis gesprochen, sondern wir reden ganz konkret, wenn jemand in Bernau, nämlich ein 86-jähriger Mann, habe ich auch mal angesprochen, der kriegt einen Terminvorschlag, der in Schönefeld liegt. Er sagt, er traut sich mit der Bahn nicht hinzufahren, er hat keine Verwandten, die ihn hinfahren, dann muss er individuell dorthin transportiert werden. Und es ist auch die Möglichkeit, bei, ich sag mal, ja, diesen Neunerbussen nur 2-3 Leute zu transportieren oder halt mit einem Einzel-Pkw die Person zu transportieren. Das kostet etwas Geld. In Berlin ist es auch so geregelt. Ich weiß, es ist kein Flächenland, aber der Flächenfaktor kann ausgeglichen werden durch ein engmaschiges Impfnetzwerk, Impfzentrumsnetzwerk. Solange es nicht vorhanden ist, muss das halt auch dann in Individualtransport auf Kosten des Landes möglich sein. Und wir reden ja vor allem auch von der Altersgruppe, die den Individualverkehr persönlich, sag mal, schwerer bewältigen kann. Je weiter die Prioritätsgruppen nach unten gehen, desto weniger stellt sich ja dieses Problem. Und ja, solange ist das so und das ist ein gewisser Geldbetrag, der es aber wert sein muss. Wir haben noch einen organisatorischen Hinweis, den wir gerne geben würden mit Blick auf unseren Antrag zum Waldgesetz, den wir letzte Woche vorgestellt haben. Ja, wir möchten noch darauf hinweisen, dass wir in der Fraktion beschlossen haben, über den Gesetzesantrag keine Windräder in Wäldern namentlich abstimmen zu lassen. Auch in Anlehnung an die Einstimmigkeit in Thüringen. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit.